Hallo und herzlich willkommen bei Thorsten und Linus Modellbahn. Heute geht es um das ganze Thema visuelle Kontrolle oder visuelle Überwachung von Schattenbahnhöfen oder Gleisbereichen, die nicht im sichtbaren Bereich der Anlage liegen. Das kann sein, weil höher liegende Gleise die überdecken oder aber weil Landschaft überbaut ist. Und welche Möglichkeiten wir da gefunden haben und welche Lösungsansätze wir verfolgt haben und wie wir sie umgesetzt haben und welche Vor- und Nachteile das Ganze auch noch mit sich bringt, alles das nach dem Intro. Bleibt dran! So, ja, unsere Modellbahnanlage. Natürlich liegt nicht alles, was wir da gebaut haben, im sichtbaren Bereich und ist für den Betrachter sofort visuell erreichbar. Also haben wir auch Bereiche in der auf der Anlage, die natürlich verdeckt sind, zum Beispiel durch Landschaft oder durch höher liegende Gleise. Eine detaillierte Vorstellung unserer Anlage, die verlinke ich euch hier oben im Video und auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr Spaß habt, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen. Da haben wir das detailliert mal vorgestellt, wie unsere Anlage aussieht. Aber grundsätzlich ist das nun mal einfach so, dass wir auf mehreren Ebenen hier gebaut haben und wir haben hier einen Schattenbahnhof hier direkt hinter mir, zum Beispiel der Bereich der Nebenbahn. Da ist ein dreizügiger Schattenbahnhof unten drunter und auch ganz hinten der Bereich, der mit bewaldet ist und begrünt ist. Auch darunter befindet sich ein kleiner Ausweich- oder Schattenbahnhof mit zwei Speichergleisen und einem Stumpfgleis. Und auf der gegenüberliegenden Seite hier auf unserer Hauptstrecke, da haben wir natürlich auch einen Schattenbahnhof, sowie auch die Zufahrt zum Schattenbahnhof, die ist auch nicht ersichtlich. Und da muss man sich natürlich überlegen, reicht mir die rein elektronische Überwachung, die wir natürlich über die Gleisbesetztmeldung und über WinDigiPad machen, oder aber fühle ich mich etwas besser, wenn ich vielleicht auch noch eine visuelle Kontrolle habe. Und wir haben uns überlegt, eine visuelle Kontrolle macht da definitiv Sinn. Und wir haben hier in dem gesamten Kontext haben wir 10 Kameras verbaut. Ja, wie haben wir diese beiden Lösungsansätze gewählt oder beziehungsweise worum geht es da? Zum einen der initiale Lösungsansatz und den wir ursprünglich gewählt haben schon vor geraumer Zeit ist also der Lösungsansatz mit einer Webcam und einem entsprechenden Kameraserver. Also hier haben wir eine handelsübliche Webcam, in dem Fall hier eine Logitech, eine C170 ist das, glaube ich. Wir haben auch C270 verbaut und der Kameraserver hier ist ein Raspi, das ursprüngliche Modell. Wir haben da verschiedene Modelle im Einsatz, die unterscheiden sich dann eigentlich durch die Leistungsfähigkeit und auch durch die Möglichkeit, dass ich hier zum Beispiel bei dem Modell nur zwei USB-Ports habe, an denen ich Kameras anschließen kann. Die leistungsfähigen und jüngeren Modelle haben dann bis zu 4 USB-Ports, wobei man sagen muss, auch hier muss man auch darauf achten, auch die neueren Modelle sind nicht so performant, dass man hier zum Beispiel 4 Livestreams drauf machen könnte. Aber grundsätzlich ist das ein Ansatz. Wir haben also 3 von diesen Kameraservern hier entsprechend verteilt. Wir haben von diesen Kameras haben wir 8 Stück hier im Einsatz. Und das funktioniert dann also so, dass auf diesem Raspi ein entsprechendes Streaming- oder Kamera-Server-Projekt läuft. Das nennt sich MJPEG-Streamer. Das verlinke ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr daran Interesse habt, gibt's da eine Seite, wo erklärt wird, wie man so ein Ding dann auch entsprechend einrichtet. Und das heißt also, wir haben die entsprechenden Streams, dann werden dann über diesen Kameraserver und den entsprechenden LAN-Anschluss. Hier hinten haben wir dann noch einen entsprechenden Switch an der Anlage montiert und da werden dann die Raspis drauf verbunden und somit werden diese Livestreams dann quasi in unser lokales Hausnetz entsprechend übertragen. Die zweite Möglichkeit und der etwas neuere Ansatz ist dann, dass wir das ganze Thema hier mit sogenannten WLAN-fähigen IP-Kameras dann entsprechend machen. Diese hier ist eine TAPO C100. Da gibt es sicherlich auch andere Hersteller und andere Modelle, die das unter Umständen genauso gut können. Diese Kamera hier wird dann halt nur mit einem Steckernetzteil entsprechend geliefert und verbindet sich dann ins WLAN und dann werden die Livestreams der Kamera entsprechend in das WLAN hier zu Hause übertragen und stehen dann quasi auch damit zur Verfügung. Und die rein visuelle Darstellung nachher auf dem Modellbahn-PC, die erfolgt durch ein kostenloses Softwareprojekt, nennt sich iSpy. Damit kann man wunderbar, sage ich mal, all diese Streams entsprechend visualisieren auf einem
zweiten Monitor, sofern man den Platz dazu hat, dann auch entsprechend darstellen, vernünftig anordnen. Und das funktioniert da eigentlich schon relativ gut. Bei all den schicken Sachen, die man da so machen kann, muss man sich natürlich über eins im Klaren sein. Hochauflösende Bilder sollte man unter Umständen oder sollte man möglichst vermeiden, weil dann, sage ich mal, auch der Rechner, auf dem das iSpy läuft, entsprechend belastet wird. Das heißt also, da muss man schon einen sehr performanten Rechner haben, damit es dann dort auch so zu ruckelfreien Bildern kommt oder damit der Rechner nicht abstürzt. Also wir haben uns da, sage ich mal, auf maximal 720 Pixel bislang festgelegt. Bei den Webcams sind wir sogar bei weniger, sind wir bei 320 Pixeln. Grundsätzlich reicht das aber natürlich aus, um eine grobe Idee zu kriegen, was eigentlich auf der Anlage so im Untergrund alles passiert. So, und wenn man sich jetzt anguckt, ich hatte gerade die beiden Lösungen vorgestellt, also aktuell überlegen wir eigentlich, ob wir die Altlösung mit den Webcams und dem entsprechenden Kameraserver, ob wir die nicht ablösen mit der entsprechend neueren Technik und den IP-Kameras. Also erstmal kosten diese IP-Kameras heute nicht mehr die Welt. Also das ist preistechnisch wirklich, also ich glaube, diese Tapo, die ich gerade vorgestellt habe, die kriegt man momentan schon für, glaube ich, unter 20 Euro, habe ich sie letztens gesehen. Das war vor Jahren, als wir damit angefangen haben, mit der Thematik noch anders. Da hat so eine IP-Kamera irgendwie 90 Euro gekostet oder 100 Euro gekostet. Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. So, und wie gesagt, dementsprechend überlegen wir natürlich momentan, weil diese IP-Kameras auch einen ganz klaren Vorteil haben. Erstens mal sind sie nachtsichtfähig. Ne? Also man kann, wenn ich die Beleuchtung hier im Untergrund ausmache, die naturgemäß relativ hell ist, weil ich sie ja auch für Wartungsarbeiten entsprechend unter der Anlage nutze. Und man möchte mal vielleicht dann nachts im Dunkeln oder in der Abendzeit ein bisschen hier auf der Anlage fahren und die Beleuchtung der Anlage genießen, dann ist das natürlich schon blöd, wenn aus allen Ritzen dann, sage ich mal, diese helle LED-Beleuchtung kommt, nur damit die Untergrundkameras vernünftig funktionieren. Also das geht mit den WLAN-Kameras heute wesentlich komfortabler. Die haben einen Nachtsichtmodus, da kommen gestochen scharfe Bilder raus. Also das ist schon wirklich gut. Ein weiterer Nachteil, den die Lösung mit dem Kameraserver hat, ist neben den Kosten, ist natürlich auch, dass der Raspi an sich nicht immer ganz wartungsfrei läuft. Das heißt also, wenn man die häufiger rauf und runter fährt, und beim Runterfahren muss man ja immer gucken, dass man den dezidiert auch ausschaltet, heißt also über einen Softwarebefehl ausschaltet, damit er runterfährt. Ansonsten kann das sein, dass er sich im Dateisystem verhaspelt, dann fährt er beim nächsten Mal erst gar nicht wieder rauf und all solche Geschichten. Das heißt, der Aufwand, der da betrieben werden muss, auch mit Updates und so weiter, der ist schon relativ hoch, und da sind die Tapos, die Webcam, Entschuldigung, die IP-Cams natürlich definitiv im Vorteil, zumal ich habe nur ein einziges Kabel. Das ist relativ lang, dieses Anschlusskabel. Das sind, glaube ich, irgendwelche 3 oder 4 Meter. Also damit bin ich bislang hier überall irgendwo hingekommen, wo ich eine Steckdose habe. Bei den Webcams brauchte ich häufig eine USB-Verlängerung noch dann dazu. Wie gesagt, die Server muss ich installieren. Die Server brauchen auch Strom. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Also die Vorteile von den IP-Kameras, die überwiegen da doch sehr stark. Ein Nachteil muss man bei den IP-Kameras allerdings in Kauf nehmen, den kann man aber auch beseitigen, oder wir haben den auch entsprechend beseitigt, ist, die haben die dumme Angewohnheit, die wollen nach Hause telefonieren. Heißt also, jetzt in dem Fall die Tapo-Kameras, die laufen in irgendeiner Form, die ganzen Bilder werden in eine Cloud gefunkt, und dementsprechend kann ich mir diese Sachen, auch wenn ich auf dem Telefon, zum Beispiel auf meinem Smartphone, eine entsprechende App habe, kann ich mir die Bilder auch alle auf dem Smartphone ansehen. Aber das will ich eigentlich überhaupt nicht. Ich will ja eigentlich nur diese Bilder hier bei mir im Hausnetzwerk haben und eigentlich auch nur an meinem Mobile-PC. Eigentlich möchte ich ja unten auf dem Wohnzimmerfernseher die Bilder auch gar nicht darstellen. Kann man natürlich tun, wäre eine pfiffige Angelegenheit, aber grundsätzlich will ich ja hier beim Betrieb der Anlage eine Überwachung haben, und dementsprechend kann ich es auch nicht gebrauchen, dass mir jede Kamera dann, sag ich mal, weiß ich nicht, irgendwo in Richtung China in die Weltgeschichte funkt und sämtliche Bilder und Streams überträgt und die dort irgendwie auf einem Server ablegt. Das haben wir unterbunden. Wir haben da eine Kindersicherung eingebaut, das heißt eine Internetsperre. Das heißt also, die Kamera kann im eigenen Netzwerk hier, kann die sich frei bewegen, ist auch alles gut, aber sie hat keine Internetverbindung. Das hat natürlich zum Nachteil, wenn ich ein Firmware-Update oder ähnliches mache, dann muss ich erst diese Internetsperre wieder aufheben. Aber gut, da ich das so ein Firmware-Update auch nicht jeden zweiten Tag mache, ist das für mich jetzt kein großer Nachteil, und damit lebe ich eigentlich
besser, als wenn ich sagen würde, lass die einfach sprechen und feuerfrei. Die werden schon wissen, was sie mit meinen Daten machen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht noch ein, zwei abschließende Worte zu dem ganzen Thema iSpy. Grundsätzlich ist die Software für den privaten Gebrauch kostenfrei, kann man sich im Internet runterladen, läuft als Anwendung auf dem Rechner. Es gibt auch eine Web-Version, die läuft dann im Browser. Ich habe festgestellt, für unsere Anwendung, die braucht zu viel Performance vom Rechner. Da laufen irgendwelche Applikationen oder irgendwelche Prozesse im Hintergrund, die bringen unseren Rechner hier immer an die Grenze des Machbaren. Dementsprechend haben wir uns auf die lokal installierte Version entsprechend konzentriert. Diese iSpy Software Suite, also die kann mit fast allen Kameras, also IP-Kameras umgehen, und auch dieses Einlesen des Streams hier über den JPEG-Streamer war grundsätzlich kein Problem. Also das ist relativ gut geführt. Es ist manchmal ein bisschen tricky mit den Einstellungen. Man muss natürlich gucken, das Ding ist eine Überwachungssoftware, da kann man so relativ viel mitmachen. Aber grundsätzlich stellt sich die Frage, brauche ich Ton? Muss ich irgendwelche Motion Detection haben? Heißt also, dass zum Beispiel Aufnahmen gestartet werden, wenn sich irgendwo etwas bewegt. Wenn ihr die Software nutzt, müsst ihr für euch entscheiden, was ihr da gerne machen möchtet oder was nicht. Wir haben die Sachen hier alle abgeschaltet, weil sie in irgendeiner Form Performance brauchen, und je mehr Kameras es werden, desto mehr muss man halt schauen, dass auch der Rechner noch vernünftig läuft, weil die Steuerungssoftware soll ja auch noch drauf laufen, und uns ist nicht geholfen, wenn es plötzlich dazu zu einem Crash kommt und uns die Züge hier alle um die Ohren fliegen, weil die Steuerungssoftware abstürzt oder beziehungsweise weil der Rechner komplett abgestürzt ist und wir überhaupt gar keinen Zugriff mehr haben, und das alles nur, weil ich gemeint habe, ich muss einen Ton vielleicht mit aufzeichnen. Also auf die Schiene haben wir uns nicht gesetzt. Das wollten wir in der Form nicht. Aber wie gesagt, das mag jeder für sich selber entscheiden, in der Hinsicht, was er denkt, was da richtig und wichtig für ihn ist. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Vorstellung unserer visuellen Überwachung von Schattenbahnhöfen bzw. von nicht sichtbaren Gleisbereichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen geben, wie wir die Sachen umgesetzt haben, mit welchen Vor- und Nachteilen wir dann auch zu kämpfen haben. Wenn euch das gefallen hat, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns den Daumen rauf da lasst. Ihr dürft gerne natürlich den Kanal auch abonnieren. Sämtliche Anregungen, Kommentare, bitte schreibt es unten in die Felder. Wir lesen alles, wir versuchen alles schnellstmöglich auch zu beantworten. Und wie gesagt, über ein Abo würden wir uns super freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch über. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gerne wieder hier bei Thorsten und Linus Modellbahn. Tschüss.